Prinz Harvey und Prinzessin Conny, meine noch Frau, grüße euch herzlich mit Res Hinter! Die Einladung vom VG-Bürgermeister hat uns gefreut. Haben wir sie auch letztes Jahr nicht bereut. Naumens dir stark sind. Wir können es nicht vermeiden. Ihr erfahrt's nun als erstes. Wir lassen uns scheiden. Zwei Jahre und ich statt Conny genosse. Zwei Jahre und ich statt Conny genosse. Ich hätte mir mal besser in die Knie geschossen. Ich wurde ja gewarnt. Ich könnte drauf tippen. Aber es wird noch schlimmer mit dieser Zicke. Ich begrüße unsere Trennung sehr. Fällt auch mir ein Leben mit Harvey sehr schwer. Ständig dieses blöde Betatschen. Schon nach dem Aufwachen soll ich ihn beklatschen. Ohne Make-up und ich schon nicht gesehen, für Staub keine andere Mann mehr abkriegen. Ständig nervt er. Ist mein Kostüm auch noch schön? Soll ich noch einmal zur Pediküre gehen? Langsam frage ich mich, und das ist kein Mist, wer von uns beiden die Frau eigentlich ist? Conny, hör auf, sonst dann ich schneller her erzähle, wie da nicht nur dein Ältere, auch die Friseuse durchs Quäle. Bei dir hat doch egal wer, jeder Verschisse. Du hast inzwischen unsere ganze Hofstadt verschlissen. Aufgrund dieser unüberbrückbaren Differenzen möchten wir nun ziehen ganz klare Grenzen. Wir hatten ja auch ein paar schöne Stunden. Daher teilen wir unsere Familie ganz ungezwungen. Das Conny kriegt, mir ist das egal, die Hälfte vom Haribo-Wurfmaterial. Und Harvey nimmt, ich bin nicht gemein, 7,58 Stück von unserem Orden mit heim. Beim Prinzenwagen wurde es enger, doch wir haben uns geeinigt. Harvey den Traktor und ich den Hänger. Trauert jetzt nicht, denn eins ist klar. Selbst unsere Trennung ist wie wir einfach wunderbar. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Also trauert nicht zu sehr. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr als Büttenredner wieder her. Ich mich und Conny jetzt da. Feiert weiter, auch ohne uns, mit dreimal Hello! Ich hoffe, dass wir in der nächsten Session wieder mit Obermünn kommen. Dann möchte ich den ersten Orden an den Helmut Schreiber, unseren Verbandsbürgermeister, überreichen. In Räser Mädsche als Spaja Obermöhn, gib zu, das findet ihr auch sehr schön. Was müssen meine Augen sehen? Räs hat dieses Jahr keine Obermöhn. Doch jetzt dürft ihr allmo lachen, aus mir könnt man doch glatt zwei Obermöhner machen. Ich bin die Obermöhn der flotten Bienen aus dem schönen Spey am Rhein. Und freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Das Rathaus hier platzt aus allen Nähten bei so viel schöne Tollitäten. Ich grüße alle Obermöhne, alle Prinzenpaare und alle karnevalistischen Abordnungen mit Gefolge. Hello, Herr Bürgermeister der Verbandsgemeinde Räsch. Hey, kommen die Breyer-Fans.
Im Leben hätte ich nicht erwartet, dass mich der Verbandsbürgermeister hey eingeladen. Man erzählte mir, wie toll und kess hey der Rosenmontagsempfang ist. Ich wollte das unbedingt mo kennenlernen, doch dafür musste ich erst mo Breyer Obermühlen werden. Die wilde Rose, der Name, der viel besser zu mir passe. Ihr lieben Speyer, ihr seid einfach klasse. Aber auch hier in Rehns tu mir heute Schungele und Lache, denn in zwei Tagen müssen wir wieder ernste Miene machen. Die Fasnacht und die Fröhlichkeit, ein schöner Mann, ein schön Kleid, gutes Bier und guter Wein sollten immer beieinander sein. Hello! Der Anna muss schaffe, Kunst seine Chef nicht dort so aufraffe, ihn freizustellen für die Narretei in diesem Bau. Drum rufe ich euch alleine zu. Verbandsgemeinde! Hello! Besenspänner! Hello! Fasnacht! Hello! Och, die Rot-Weiße hat wieder gern ihm seine Einladung angenommen. Sind wir in jedem Jahr gern zum Würstchen essen und Sektchen trinken gekommen. Ja, so sind wir halt, die Rot-Weiße aus Spey. Wenn's nichts kostet, dann sind wir dabei. Es waren so schöne Reden bis jetzt gewesen. Ich muss gleich sagen, die Nacht war kurz gewesen bei mir. Das letzte Gläschen war mir ganz schön schwummerig geworden. Und deswegen mache ich heute Arbeitsteilung mit meiner Prinzessin. Die hat gedichtet und drescht auch vor. Wir fühlen uns wohl in dieser illustren Runde, verbrachten wir mit euch doch schon manch nette Stunde. Nach den Zügen, ob in Rehns oder Spey, waren wir alle voll dabei. Die Umzüge, hey in Rehns und auch in Spey, sind für dieses Jahr leider schon vorbei. Die Ware groß, so schön und voller Farbenpracht. Nur Gott Jokus hat dies Jahr wieder nicht mitgemacht. Schnee in rauen Massen hat er uns gebracht. Seit Jahrzehnten hat das kein Narr mehr im Rheinland mehr mitgemacht. Seit Woche, da freue ich mich schon wie ein kleines Kind, wenn ich morgens vor der Haustür die weiße Pracht wieder find. Die Narre hey in der Verbandsgemeinde kann kein Wetter scheue. Letztes Jahr Rennen, dies Jahr Schnee, nächstes Jahr feiern wir wieder aufs Neue. Als Prinzenpaar von Rehns am Rhein begrüßen wir heute Morgen fein. Alle Narren ist doch klar, die hier sind wie in jedem Jahr. Rosenmontag, das ist klar, trifft sich die ganze Narrenschar. Beim Bürgermeister in Alt-Rehns mit Sekt und Bier, mit Wurst und Käse. Wir wollen lieber Party machen, mit euch alle singen, lachen, hängen zum Schluss hier noch kurz um, dem Köbes einen Orden um und danken ihm für diese Schau mit dreimal Hello! Soweit unsere Sondersendung über den Karneval in der Verbandsgemeinde Rehns. Liebe Waldescher, bitte seid nicht traurig zu euch hoch, haben wir es nicht geschafft. Nächstes Jahr sind wir wieder da oben dabei. Ihnen allen wünschen wir einen ruhigen Start in die Fastenzeit. Unsere nächste reguläre Sendung ist am 25.02. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und wir sehen uns.